Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde und Salut et Fraternité zu einem weiteren Teil von Let's Play Napoleon Total War mit mir, dem Tante Günner, auch bekannt als Günther Shadow. Wir sind zurück in der Europa-Kampagne und haben im letzten Teil Bayern bzw. München eingenommen. Wir stehen noch mit einer ganz ansehnlichen Armee in Venedig, wo wir auch gleich noch eine Verstärkung bekommen werden. Lasst mich nochmal, ja, genau, nee, das ist ja soweit alles in Ordnung. Ich glaube, ich habe dann auch alles gemacht. Ich muss aber gucken, war nicht noch, nö, ich glaube, bei den Häfen sind wir jetzt auch erstmal durch, ne? Moment, stopp, die Marinerekrutierung, die interessiert mich ja, ne? Also dort, wo ich Marine rekrutieren kann. Ne, das passt. Da werden ein paar Schiffe fertig. Kostet ein bisschen Geld, sichert uns aber ein zusätzliches Handelseinkommen. Wir gucken in die nächste Runde rein. Und schauen mal ganz genau, was die Österreicher machen. Die haben halt eine sehr große Armee in der Nähe von Wien versammelt. Wien produziert so viel Geld, dass es für die Österreicher auch langen wird. Im letzten Part hat uns übrigens Sachsen den Krieg erklärt. Aber es sieht so aus, als ob Österreich und die Niederlande sich da jetzt irgendwie stressen. Neapel verbessert nochmal die Verteidigung, was mir nicht ganz so gut gefällt. Solange Spanien da unten rumrennt, ist mir das eigentlich recht. Wir haben einen neuen Spion bekommen, Charles Chevalier d'Eon. Danke, auf Ajaxo, super. Genau da, wo ich ihn gut gebrauchen kann. Segel mal hier hin. Den Agenten jetzt bitte aufs Schiff. Dann kannst du ja ablegen, ne? Dann lass ihn mal hier raus. Und segel weiter zu den Gewürzen. Das ist eine ordentliche Reichweite. Da ist ja echt ein bisschen was geboten, ne? Wir umstellen die erstmal. Verstärken die Truppen. Sehr schön. Ja, das ist die nächste Linieninfanterie. Es wird hier immer besser. Dass sie immer sagen, pour la couronne et le pays, das ist gerade in Empire ist es ja so schwachsinnig teilweise, weil das heißt ja für Krone und Land, also gemeint ist dann halt natürlich hier Krone und Vaterland, also Monarch und der Monarch und das Heimatland. Und der Witz an der Sache ist ja einfach, dass die teilweise, dass das ja gesagt wird zu Zeiten Ludwig des 16., wenn die Revolutionstruppen unterwegs sind. Und die haben ja bestimmt nicht für den Monarchen gekämpft. Also das ist dann irgendwie schon ein bisschen merkwürdig. Da war irgendwie ein Weg versperrt. Hä? Für Gustav Bussy. Ist egal. Rekrutierungsbericht. Die Fusiliere in Venedig sind fertig. Gut. Die Miliz im Kirchenstaat wurde noch fertig. Gut. Und unser Handelsschiff hier im Mittelmeer. Das passt ja. Wir haben eine neue Goldmine, zwei Weinkeller, noch eine Goldmine, eine Landgewinnung. 7857. Aus irgendeinem Grund machen wir weniger Geld. Weil unsere Armee wahrscheinlich teurer geworden ist. 7900 ist ja auch fast so hoch wie Steuereinnahmen. Immerhin Handelseinkommen und Sonstiges sind immerhin hoch genug, dass wir genügend Unterhalt haben. Und merkwürdigerweise, obwohl Bayern jetzt auch wieder vollständig repariert ist,
Nimmt die Bevölkerung ab. Wir haben wenig Städtewachstum. Steuerlast. Die Steuerlast ist zu hoch. Wir müssen gucken, dass wir das Wachstum der Städte jetzt anregen. So, dann. Neapel. Hat halt eine gute Garnison. Die Bürger zählen wir nicht mit. Aber sie haben halt sehr viel Linie und ich muss mir irgendwas einfallen lassen. Eine Schlacht will ich mal wieder selbst machen. Michel Ne wird diesen Angriff führen. Schlacht von Naples. Schade, dass das hier nicht übersetzt wurde. Also es ist natürlich Neapel, aber macht nix. Geschenkt. Wo steht denn seine Artillerie? Da drüben. Was haben wir da? Leichte Infanterie. Und was haben wir hier? Leichte Kavallerie. Kann ich sehen, was die für Werte haben? Nee, ne? Also leichte italienische Infanterie. Das da ist dann Linie. Okay. Sein General steht da hinten. Wäre natürlich schön, wenn wir den irgendwie bekommen könnten. Wir haben mehr Artillerie als er. Sollten wir nicht vernachlässigen. Also, ich überlege, ich suche eine gute Position, von der aus ich feuern kann. Ich finde, hier drüben sieht eigentlich ziemlich gut aus. Das Doofe ist, wir müssen, egal wie wir uns aufstellen, immer einmal durch die Stadt durchschießen. Das ist doof und das können wir am ehesten umgehen, wenn wir uns möglichst weit hier drüben aufstellen. Ich werde hier drüben die Front verstärken. Also hier drüben eine zweite Linie aufbauen. Na komm, das Spiel ärgert mich gerade. Linie hier, die Bürger, also die Miliz für uns und dann da nochmal eine Linie. Das ist okay. Generell stellen wir hier hinten auf. Marschall Ney hier hin. So, jetzt haben wir noch eine sehr schlagkräftige Kavallerieabteilung, die ich gerne hier noch ein bisschen zurückhalten möchte. Wenn die Linie hier hinter den Artillerieeinheiten aufbewahren. Hier schnell die Flanke wechseln. Ja, der schießt auf die Kavallerie, das macht die KI gerne. Wir haben immerhin auch seine Kavallerie schon gut dezimiert. Nehmen Sie seine Artillerie mal unter Beschuss. Der lädt ganz schön schnell nach, der Kollege hier. Das ist super. Das ist gut. Ja, okay.
Bleib stehen. Ich muss da das, dieses, Feuern, wenn bereit, ausschalten. Sonst kriegen wir hier ein Problem. Wir haben aber die Kavallerie immerhin schon mal da erwischt. Und ich habe aus Versehen hier die Miliz mit ausgewählt. Lass sie mal stehen. Die Linie werden wir gleich da drüben brauchen. Kartätschenladung benutzen wir gleich. Bewegen die Kavallerie natürlich in seinen Rücken. Wechseln jetzt auf die Kartätschenladungen. Brennt die Luft. Ich muss hier ins Karree gehen. Ja, das ist ordentlich. Hier läuft es hier drüben. Gut. Einmal attackieren. Wir haben den General getötet, Sir. Das ist nice. Jetzt werden sie aufgeben. Ich glaube auch. Zumindest werden sie es nicht mehr lange machen. Die schießen nicht, denen fehlte so ein bisschen die Reichweite. Ein glorreicher Sieg, Sir, gehört bald Ihnen. Okay, aus irgendeinem Grund haben die sich ein bisschen anders verhalten, als ich es erwartet hätte. Da hinten hat sich wieder was gesammelt. Oder was? Königreich Neapel? Ja, oh, warte mal. Und irgendwas... Irgendwas funktioniert da nicht so, wie ich will. Naja, okay, gut. Trotzdem mal auf. Ach, die schießen auf die, die schießen auf die flüchtenden Einheiten. Unsere Männer fliehen, Sir. Ja, und irgendwie ist das Kacke. Ach so, da. Okay, gut. Ja, ja. Dann ist das halt so. So, du kommst bitte mit. Wo sind die? Hier drüben. Ich stelle die Artillerie da hinten auf. Damit ich diese Generäle auf gar keinen Fall verliere, ziehe ich sie jetzt komplett aus der Kampfzone.
Das war auch ein hammerharter Typ, der Bursche da. Nein. Alles falsch ausgewählt. Also, ich muss jetzt übrigens auch wieder einstellen, dass die Burschen feuern, wenn sie bereit sind. Und, ich mache das jetzt da so ein bisschen speedmäßig, ja. Gut, das war's. Das war doch mal ein ordentlicher Sieg. Also, Junge, 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 die Artillerie hat richtig reingehauen, zusammen mit der Kavallerie. Ein ganz fieses Manöver, wo wir die Flanke aufrollen konnten. Da blieb ja kein Auge trocken. Ja, bei der einen Linie habe ich mich mega dumm angestellt. Das tut mir auch leid. Aber wir sehen hier, die Artillerie hat massenweise Erfahrungen gekriegt, hat ordentlich reingehauen. Die Chevaux Légers haben gut gekillt. Die Chasseur Acheval ebenfalls ganz stark, auch hier Erfahrungspunkte, Ränge bekommen. Die Linienfüsiliere viele Ränge bekommen, die Miliz sogar 2 Erfahrungsstufen. Also man sieht, mit guten Generälen kann man hier echt richtig viel rausholen. Tja, ich weiß nicht. Bauen wir da ein Opernhaus in Neapel. Das ist jetzt nicht so die Region, wo ich wahnsinnig viel rekrutieren möchte. Da bringt mir das eigentlich fast mehr, ne? Reiß ab. Wir bauen da ein Opernhaus hin. Neapel übrigens auch. Eine Stadt, die viel Geld produziert. Für uns ein lohnendes Geschäft. Ich habe bewegt. Wir haben Neapel vernichtet. Neapel erobert. Ach so, stimmt. Und den Burschen, den habe ich ja auch schon bewegt, ne? Okay, das ist gut. Das ist sogar ein guter Spion. So, wir schauen nochmal, was unser Parlament momentan so hergibt. Jetzt hier einen neuen guten. Ach, du hast die Mätresse. Zufriedenheit der Unterklasse. Reduziert die Zufriedenheit des Adels. Das können wir direkt mal gerade hier in der Politik gucken. -4 jeweils hier. Die öffentliche Ordnung ist allerdings sehr gut. Hessen-Kassel geht noch so. Geht auch noch so. Auch da sehen wir, wird es wohl besser. Momentan 2. Voraussage 1. Momentan 2. Voraussage 1. Auch das ist besser. Repression baut sich allerdings auch ab. Wir bekommen dann Bonus durch die Truppen. Ja, schön, okay. Wir schauen nochmal gerade nach den Einkommen. In Mailand sollten wir dann nach Möglichkeit den Magistraten auch mal ausbauen, weil Mailand einfach sehr viel Geld produziert. Das gilt übrigens auch für Venedig, Rom und Hessen-Kassel. Das sind also die typischen Kandidaten, wo man durch diese Gebäude nicht nur die öffentliche Ordnung verbessert, sondern auch noch richtig Geld machen kann. Wir haben momentan 7251 Kröten übrig. Langt es für die Gebäude alle? Hervorragend. Für den Rest rekrutieren wir Einheiten, schlage ich vor. Okay. Was mir noch fehlt, womit ich noch ein bisschen unschlüssig bin, ist meine Artillerie.
Und das war's schon. Wir haben kein Geld mehr für weitere Linien. Ich bin geneigt, die Napoleon zu geben. Ja. Wir nehmen Myrach, um die Artillerie ein bisschen schneller nach Venedig zu bringen. Myrach übrigens ja eben als Kavalleriegeneral eigentlich noch herausragend geeignet, um mit so einer Armee hier zu kämpfen oder generell mit einer kavalleriestarken Armee. Okay, wir müssen noch ganz kurz nochmal nach den Einheiten gucken. Die Chasseurs sind fertig. Richtung München bitte. Stopp. Achso, ja, ist klar. Ist klar. Miliz ist okay. Ist okay. Ja, gut. Ajaxo. Ja, haben wir. Okay, alles klar, alles klar. Gut, dann würde ich sagen, machen wir jetzt erstmal so mit diesem regulären Teil des Partes Schluss. Ich sag noch ein bisschen was zu meinen ursprünglichen Themen. Ich hatte ja, Moment, ich muss mal gerade hier meinen Block holen. Ich habe wieder so viele, ich habe wieder so viele Bücher für Let's Plays hier liegen. Das ist ein Riesenberg. Ich habe hier noch ein Buch zum Beispiel über das Mogulreich, das ich gerade auch lese. Naja, okay, also ich habe ja gesagt, ich will nochmal was sagen, was Napoleon mit Lügenpresse, Shitstorms und Internet zu tun hat. Und da finde ich, wäre jetzt auch mal ein ganz guter Zeitpunkt, um darüber zu sprechen. Okay, ich musste noch gerade ein Zitat nachgucken, an dem ich nämlich jetzt diesen Teil festmachen möchte, wenn ich so ein bisschen über das rede, was Napoleon eben mit den drei genannten Themen zu tun hat. Okay, und zwar folgendes Zitat. Ich lese es einmal ein bisschen, ich lese es einmal auf Französisch vor, beziehungsweise ich versuche das. Meine Aussprache ist nicht die allerbeste. Ich kann Französisch eigentlich ganz gut lesen, aber meine Aussprache ist nicht so gut. Ich bitte das zu entschuldigen für euch, aber auf jeden Fall kommt dann auch noch die Übersetzung auf Deutsch. Und zwar, Napoléon vole comme l'éclair et frappe comme la foudre. Il est partout et il voit tout. Il sait qu'il est des hommes dont le pouvoir n'a d'autre borne que leur volonté. Quand la vertu des plus sublimes vertus seconde un vaste génie. So, soviel zu meiner schlechten Aussprache. Also, was bedeutet das auf Deutsch? Freie Übersetzung nach Günther Schadow. Napoleon fliegt schnell wie ein Blitz und schlägt schnell wie ein Blitz zu. Er ist überall und sieht alles. Und er weiß, dass... jetzt, das kann ich jetzt schlecht auf Deutsch übersetzen, ich muss das jetzt versuchen, frei zu übersetzen. Er weiß auch, dass es für die Macht der Menschen keine anderen Grenzen gibt als der Wille, solange eben die erhabenste Tugend ihr Genie unterstützt. Das ist jetzt nicht hundertprozentig korrekt, aber in etwa die sinngemäße Wiedergabe dieses Satzes. Interessant ist jetzt die Frage, wer hat das über Napoleon geschrieben? Es entstand noch bevor er Kaiser wurde, zu Zeiten seines Italienfeldzuges. Ich habe das auch in meinem Italien-Let's Play mit Napoleon schon mal grob erwähnt. Napoleon selbst hat das geschrieben. Das ist etwas, das mutet auf jeden Fall am Anfang etwas merkwürdig an. Denn eigentlich würde man jetzt erwarten, dass ein Biograf oder ein Journalist oder irgendwie sowas über Napoleon schreibt. Aber Napoleon hat das von sich selbst gesagt, natürlich in der dritten Person. Und er geizt da ja nicht mit gütiger Selbstbeschreibung. Und also ich finde gerade diesen Satz, il vole comme l'éclair et frappe comme la foudre, das finde ich irgendwie, das ist total krass.
Ne, also er ist halt schnell wie ein Blitz und schlägt auch wie ein Blitz zu und gegen ihn. Ne, ey, das ist ja auch hier im Intro dieses Spiels, im Original, ja so zu sehen, er ist wie eine Naturgewalt. Ne, ihm kann sich nichts widersetzen. Interessant ist ja eben, dass er das selbst gesagt hat und er hat das selbst in einer Zeitung geschrieben. Napoleon war nämlich, man könnte das modern versuchen so auszudrücken, der erste Autopromoter, der erste Mensch, der sich selbst richtig gezielt promotet hat mit modernen Massenmedien. Man darf nicht vergessen, und jetzt moderne Massenmedien, ihr ahnt jetzt natürlich schon, in welche Richtung das hier geht. Napoleon hat die modernen Massenmedien, die Zeitungen, dazu genutzt, um sich selbst darzustellen und natürlich auch um sich selbst und seine Herrschaft zu legitimieren. Man hat noch nie in Frankreich einen so unglaublichen Zeitungsboom gesehen wie zur Zeit der Französischen Revolution. Allein in Paris gab es hunderte Zeitungen, die natürlich immer wieder kamen und wieder verschwanden. Das ist vollkommen selbstverständlich. Aber in Frankreich explodierte die mediale Öffentlichkeit. Es bildete sich dann halt überhaupt erstmal sowas wie eine Öffentlichkeit. Und die wurde getragen von dieser unglaublichen Ausbreitung der Zeitungen. Was Napoleon dadurch versucht hat zu lancieren, ist eine geschickte Wirklichkeitskonstruktion seiner selbst und seiner Rolle. Wirklichkeit, jetzt wird es ein bisschen abstrakt, ich versuche das jetzt auch ein bisschen abstrakt zu formulieren und das hat nämlich interessanterweise auch was mit seinem politischen Vorgehen zu tun. Napoleon hat versucht eben eine Wirklichkeit zu konstruieren, die es so nicht gab. Das ist ähnlich bei Shitstorms übrigens, ein Shitstorm konstruiert eine Wirklichkeit, eine Mehrheit, die es so eigentlich gar nicht gibt. Und Napoleon hat es auch versucht, medial dieses Prinzip für sich zunutze zu machen, indem er, also die meisten Artikel über Napoleon hat er, glaube ich, selbst geschrieben. Also er hat über sich selbst konnte der schreiben, das war ungemein. Und er hat natürlich massenhaft Artikel über sich selbst publiziert. Und damit konstruiert er einen Wirklichkeitsbereich in einer Öffentlichkeit, die begierig ist nach Informationen. Die Leute damals hatten überhaupt keine Ahnung, was da medial mit denen passierte. Ja, man, das ist ja auch was, was man immer wieder zum Phänomen auch im Internet sagen muss, weil sich im Internet verschiedene Teilöffentlichkeiten herausbilden, die eigenen Diskursen gehorchen. Man sagt, die Leute heutzutage wissen ja teilweise noch gar nicht, wie man mit diesen Öffentlichkeiten richtig umgeht. Und das war seinerzeit bei Napoleon auch ein bisschen ähnlich. Die Leute wussten noch gar nicht so genau, wie man mit dieser neuen Öffentlichkeit, die entstand, auf einmal umgeht. Aber Napoleon war sehr clever und er wusste ganz genau, wie man sie zu politischen Zwecken instrumentalisieren kann. Deswegen hat Napoleon zum Beispiel auch sein Konsulat auf Lebenszeit und seine Kaiserkrönung durch Plebiszite absichern lassen. Die Abstimmungsergebnisse waren phänomenal, ungefähr 99% der Franzosen stimmten dafür. Ich muss nochmal gerade nachgucken, ob ich noch eine genaue Zahl finde dafür. In seinem ersten Konsulat, das ja dann auf Lebenszeit ausgelegt war, da lautete die Frage ja auch einfach nur lapidar, soll Napoleon Konsul auf Lebenszeit werden? Und man konnte dann mit Ja stimmen. Ich glaube, man konnte noch nicht mal mit Nein stimmen. Man konnte auch mit Nein stimmen. Und das Verhältnis waren irgendwie 6 Millionen Ja-Stimmen zu, ich glaube, sagen wir mal 8000 Einstimmen oder ähnliches. Das war ein ganz, ganz phänomenales Ergebnis. Ich habe es jetzt hier leider nicht mehr direkt parat. Bei Roger Dufresne kann man das nachlesen. Das ist, glaube ich, im Kapitel Napoleon und die Revolution. Wenn ich mich nicht irre, weil er ja natürlich dann die Revolution quasi wieder niedergeschlagen hat. Ach, guck mal da. Da kommt eine neue Meldung reingeflattert. Das ist ja witzig. Jetzt so nach 10 Minuten, beziehungsweise nach 20 Minuten, nachdem dieses Ding hier läuft, ist ja auch phänomenal. Naja, also ne, diese Plebiszite konnten natürlich
außerdem auch wieder zeigen. Man weiß ja bis heute noch nicht genau, ob diese Dinge gefälscht waren oder nicht. Man geht davon aus, dass sie gefälscht waren, diese Volksabstimmung. 99% Zustimmung hat Napoleon bekommen, ne? Man geht davon aus, dass sie gefälscht wurden. Man weiß es aber nicht. Man kann es ihm nicht wirklich nachweisen. Und jetzt, wir nehmen mal hypothetisch den Fall jetzt an. Diese Volksabstimmungen waren konstruiert. Damit schuf Napoleon auch wieder die Konstruktion einer Mehrheit in der Bevölkerung, die es vielleicht so gar nicht gegeben hat. Vielleicht waren die Franzosen wirklich nicht so zufrieden mit ihm und wollten das nicht unbedingt, dass er Konsul auf Lebenszeit wird oder dass er sogar Kaiser wird. Das war dann die nächste Frage, soll Napoleon Kaiser werden? Das ist ja, dann schafft er natürlich damit in den Augen der Bevölkerung, die das sieht und mitbekommt, eine Mehrheit. Und die denken sich, oh, naja gut, das sind ja alle dafür, dann bin ich halt auch dafür. Bei den Shitstorms ist es jetzt natürlich, das ist der Punkt, der bei den Shitstorms dann natürlich wieder ein bisschen anders ist. Aber insofern schafft Napoleon hier eine ganz gezielte Konstruktion von Wirklichkeit, die er sich bedient, um sie für seine politischen Zwecke zunutze zu machen. Und ich habe gerade gesagt, Konstruktion von Öffentlichkeit, ich meine vor allem eben die Konstruktion von einer Wirklichkeit, die es so unbedingt nicht mal geben muss. Das ist ein ganz, ganz spannendes Phänomen. Und das ist gerade im Internet, Leute, das ist so, also ich sag voraus, das sind noch Themen, mit denen sich die Soziologen und Psychologen jahrzehntelang beschäftigen werden, auch die Politologen, gerade eben, wenn es um die Herausbildung solcher Teilöffentlichkeiten im Internet geht. Damals natürlich waren der Publikation krasse Grenzen gesetzt. Es war nicht so einfach möglich, Medien oder Informationen so weit und so schnell zu verbreiten, wie das heutzutage der Fall ist. Es war trotzdem eine Revolution. Weil auf einmal durch Zeitungen Informationen viel, viel breiter verfügbar wurden. Die Leute mussten natürlich auch lesen können, das konnten noch nicht alle. Es war klar, es gab Leute, die sich dann eben getroffen haben, um die Informationen dann vorgelesen zu bekommen, von einem, der das vorgelesen hat. Leseclubs gibt es dann auch noch in späterer Zeit, werden ganz, ganz populär zur Zeit des Vormärz und 1848, 49. Dann werden übrigens die Bahnhöfe auch zu ganz wichtigen Orten, wo sich eine Öffentlichkeit bildet. Dort treffen sich die Leute nämlich alle und kommen ins Gespräch. Das ist auch total spannend. Aber in dieser Zeit des napoleonischen Frankreich und Europa waren dieser Öffentlichkeitsbildung noch ganz, ganz starke Grenzen gesetzt. Eine Grenze davon war Napoleon selbst, denn er übte ein rigoroses Regiment an Pressezensur. Er hat radikal Presseartikel zensiert, er hat Bücher zensiert, er hat alles, was er zwischen die Finger bekommen hat, zensieren lassen, wenn es seinen politischen Interessen eben gedient hat. Wobei, da noch von politischen Interessen zu sprechen, ist die Frage, heutzutage würde man eher von unpolitischen Interessen sprechen, weil es ja nicht mehr Politik ist, sondern eben dieses monarchistische, absolutistische System, das Napoleon dann wieder etabliert hat, das ist ja eigentlich, da findet ja keine Politik im Sinne einer Verhandlung mehr statt. Da sagt der Kaiser, wo es lang geht. Das ist eben halt das ist das Unpolitische. Ja? Das ist nicht mehr Politik, da wird nicht mehr verhandelt. Aber gut, das ist nochmal ein anderes Thema. Es wundert also nicht, dass Napoleon ganz starke Pressezensur geübt hat. Es wundert außerdem nicht, dass Napoleon einen gigantischen Polizeiapparat geschaffen hat. Der Napoleon, und das sieht man dem Burschen nicht an, der hat einen riesigen Überwachungsstaat etabliert und versucht zu etablieren, mit dem er die öffentliche Meinung versucht hat zu beherrschen und im Zaum zu halten. Wie das weitergegangen wäre, wissen wir nicht, weil Napoleon eben diese vernichtenden Niederlagen erlitten hat und er tatsächlich dann aus der politischen Landschaft Frankreichs verbannt wurde. Aber dieses rigide System der Zensur in der öffentlichen Meinung etablierte sich ja dann auch für lange, lange Zeit nach dem Wiener Kongress 1815, wurde zu einem bestimmenden Element der Politik Metternichs beispielsweise. Und es ist natürlich dann zu fragen, inwiefern dieses System der Pressezensur weiter fortbestand und eben durch die Zeit der 48er, 49er Revolution eben mehr oder weniger gestürzt wurde. Es gab aber immer Möglichkeiten, diese Pressezensur zu umgehen. Das dürfen wir an der Stelle auch nicht verschweigen. Ganz bekannt oder ein beliebtes Mittel waren dann zum Beispiel Reiseberichte. Da haben die Leute 100 Seiten lange dicke Bücher geschrieben, 500, 700 Seiten und haben einfach darauf spekuliert, dass die Leute das irgendwann gar nicht mehr lesen und haben dann auf Seite 300 ging es dann irgendwann los, so versteckt zwischen den Zeilen fing das dann an.
Aber das ist nochmal ein Kapitel für sich. Da werden wir auch noch drüber sprechen. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr heute so lange dabei wart und freue mich, wenn ihr beim nächsten Part wieder dabei seid. Bis dahin sage ich, macht's gut, à la prochaine fois. Tschüss.